Von Lea Linster können sich die Jungen sicher einiges abschauen. Und die Spitzenköchin will jetzt wieder öfter nach Wien kommen, hat sie uns erzählt. Seit mehr als 30 Jahren bringt sie Menschen in Kinos und Musikhallen zum Mitsprechen, Mitsingen und Mittanzen. Die Rocky Horror Show, das Musical mit Hits wie dem Time Warp und besonderen Geschöpfen aus Transsilvanien. Jetzt ist die Rocky Horror Show im neuen Jahrtausend angekommen und gestern Abend bei der Wien-Premiere im Museumsquartier gelandet. Für viele Fans gehört es auch dazu, passend zur Show verkleidet zu kommen. Eines der Vorbilder ist natürlich der legendäre Frankenfurter. Er ist die pure Erotik und egal ob Männlein oder Weiblein, jeder findet den Master sexy und das schon seit über 35 Jahren. Die Songs haben Musikgeschichte geschrieben und mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht. Ich kann nicht sagen, es war so geil. Es ist einfach der Hammer live, weil man riecht praktisch den Schweiß. Es ist so nah. Es ist echt super. Es ist super. Ich liebe es. Einmal richtig abfeiern und sich mindestens so heiß fühlen wie die Darsteller auf der Bühne. Dieses Konzept hat schon bei mehr als 20 Millionen Besuchern in über 30 Ländern funktioniert. Und mindestens 5 Stunden, also das ist ja harte Arbeit, muss ich sagen. Da Make-up und so. Heiß! Und ich hatte heute weniger an als der auf der Bühne. Es ist wirklich cool, das ist ja Sing-Along mit diesem ganzen Fan-Package, wo man mitspielen kann. Und die Leute freuen sich drauf und jeder kennt den Time Warp und I'm Going Home und die Leute warten einfach drauf und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Produktion. Flexibil, Fröhlichkeit, dieses Laissez-faire einfach und dieses bisschen schräge, ein bisschen verrückt, alles, was sich jeder eigentlich wahrscheinlich auch im Geheimen wünscht. Das steckt in jedem drinnen, immer und zu allen Zeiten, vor 30 Jahren genauso wie heuer und deswegen ist es zeitlos. Ja. Da ist für jeden etwas dabei. Man muss ja nicht gleich so sexy sein wollen wie Frankenfurter. Wenn ich mich mit jemandem identifiziert habe, dann natürlich mit dem braven Brad, ne? Das ist ja ganz klar, ne? Der dann so ein bisschen dann doch nicht ganz brav ist. Alle haben ziemlichen Sex, unglaublich. Sogar Alexander Göbel noch. Der in dieser Produktion nicht in seiner Paraderolle als Riff-Raff, sondern als Erzähler fungiert. Am Schluss darf er sich dann aber auch noch die Strapse überziehen. Ja, ich bin nicht drum herum gekommen. Aber ich muss sagen, es hat sich gut angefühlt. Vielleicht sollte ich in der Hinsicht meine Garderobe bereichern. Die beste Figur in knappen Dessous macht an diesem Abend aber nur einer. Viele Leute haben gesagt, ich sehe aus wie Madonna auf Steroiden. Ich bin deswegen so blond, weil das der Rolle ein bisschen Tragik verleiht. Eigentlich bin ich nur ein trauriger Junge. Traucht diese Show niemand nach Hause. Bei der Premierenfeier ist ordentlich weitergetanzt worden. Und bis